Mich hat die Neurologie als Student gar nicht interessiert, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass es sehr schwer ist, überhaupt die Erkrankung rauszufinden und noch schwieriger die Behandlung. Oft kann man nur sagen, ich weiß ja, was Sie haben, aber es nutzt nichts. Das war ja auch häufig so. Das hat sich dann geändert, als ich als Student in die Vorlesung für Neurologie gekommen bin und mein Chef da in der Vorlesung den epileptischen Anfall vorgemacht hat und das war bühnenreif und da hat er mich irgendwie für die Neurologie so begeistert, dass ich dann Neurologe geworden bin.